Alter, was geht ab, Leute, hier? Mit dem ersten Alter im neuen Jahr, im neuen Jahrzehnt sogar, 2020. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Und das erste Video, genau wie im letzten Jahr, muss natürlich wieder so ein Vorsätze-Video. Wie sieht es hinter den Kulissen aus? Was sind unsere Pläne oder meine Pläne? Was sind meine Ziele, dies, das? Was wird 2020 passieren? Was ist 2020 geplant? Erst einmal möchte ich natürlich auf dieses Video hinweisen. Meine Pokémon Go Highlights 2019. Das habe ich gestern am 31. hochgeladen und das habe ich mir jetzt schon so oft angeschaut, weil die Highlights sind einfach, die sind nicht mehr normal. Das war so ein krasses Jahr. Das kann man einfach nicht mit bloßen Worten beschreiben. Es ist so viel passiert, so viele krasse Highlights. Ein Blick in dieses Video lohnt sich auf jeden Fall. Und natürlich, wenn ich mir jetzt dieses Video hier so anschaue, mit den ganzen Highlights aus 2019, war krass natürlich, aber dann denkt man sich halt auch, wie kann man das 2020 toppen? Geht nicht. Nicht, ist nicht möglich. 100er Raikou, 100er Cresselia, 100er Palkia, 100er Dialga, 100er Deoxys, Verteidigungsform, 100er Deoxys, Angriffsform, Shiny 100er Mewtwo, Shiny Kyogre Lucky 100. Im Grunde genommen, einfach alles, was ich wollte, alles, was ich gejagt habe, es ist gekommen. 100er Cognodon, 100er Manfaxo, 100er Mankey, 100er Magma, 100er Wohingenau, 100er Knackleon. Das sind jetzt die ohne Map, ja? Mit Maps natürlich auch noch ein paar klasse Sachen. Jetzt Ende des Jahres sind auch nochmal die Maps zurückgekommen. Grüße gehen raus an Tobi. Aber im Grunde genommen, alles was ich gejagt habe, Shiny Pandya, Shiny Lapras, alles was ich wollte, es ist gekommen. Und wenn ich mir jetzt so die Liste anschaue, von den Sachen, die ich noch brauche oder machen will, ja, die ist nicht mehr so groß, die ist nicht mehr so lang. Da gibt es nicht mehr so viel. Mir fehlen noch 57 Hunderter und 19 legendäre Hunderter, aber legendäre Hunderter werde ich jetzt nicht wirklich jagen. Das kann man nicht wirklich erzwingen, außer man ist den ganzen Tag am Raiden. Aber nur noch 57 Hunderter, 75 Shiny Luckys und ich habe 40 Lucky Freunde, glaube ich, am Start. Also im Grunde genommen, grob gesagt, 30 nur noch, wenn ich alle Tausche absolvieren würde. Dann haben wir noch beim letzten Max O'Manda im letzten Jahr fast Gen 2 komplett gemaxt und davor Gen 1 komplett gemaxt. Sprich, Gen 3, 4 und 5 sind nur noch offen und 5 ist ja, da sind ja nur ein paar Pokémon draußen. Und 3 ist ja auch fast komplett, also fehlen tun mir nur noch 90 Pokémon zu maxen. Das ist halt echt eigentlich nichts. Ich habe es noch hochgerechnet, wenn ich sage 200.000 ungefähr für jedes Pokémon. 225.000 ist ja von Level 20 auf 40 Max pushen. Die meisten Pokémon sind zwar über Level 20, aber trotzdem sagen wir 200.000 pro Pokémon sind ungefähr 20 Millionen. Und ich habe bereits noch 3, irgendwas. Sprich, ich brauche nur noch 16,5 Millionen Sternstaub, also nur noch. Zum Glück fängt jetzt ein Sternstaub-Event an mit dem Schliffmarathon, Doppelsternstaub fürs Brüten. Da werde ich auf jeden Fall ordentlich reinhauen. Aber ja, 16,5 Millionen Sternstaub müssen wir nur noch machen, was gar nicht so unmöglich ist. Dann haben wir auch dieses Ziel. Alles gemaxt, nicht mehr viele Hunderter, die fehlen, nicht mehr viele Shiny Luckys, die fehlen. Ein paar Arenen, die wir noch machen müssen, das ist so das Hauptziel 2020, aber ja. Das war's. Nicht mehr so viele Ziele und Aufgaben in 2020, die noch offen bleiben. Jetzt auch die ganzen Highlights, die ganzen Sachen, die ich gefangen habe. Es gibt nichts mehr zu jagen. Das einzige offene, was noch übrig bleibt, ist Lapras. 1131. Das wollen wir jetzt jede Woche beim Wochendurchbruch sehen. Klar, es können noch ein paar Hunderter kommen, die jetzt doch relativ häufig sind und ich noch nicht habe. Zum Beispiel Bieditzer oder sowas. Kein Problem, das ist nur eine Frage der Zeit. Aber so wirklich jagen mit Quests oder Rocket Stops oder sowas. Klar, ich kann noch ein paar Raids machen für 100er Shinox, 100er Klick, 100er Flunkiefer, 100er Absol und sowas. 100er Alola Kokowai, 100er Alola Raichu. Werde ich auch noch machen. Also das ist auch ein Hauptfokus von mir. Aber worauf ich hinaus will ist, es gibt nicht mehr so viel. Wir haben schon so viel erreicht, vor allem 2019. 2020 bleibt nicht mehr viel übrig. Deswegen schauen wir mal. Vielleicht ergibt sich irgendwas Neues. Aber 2020, glaube ich, nähern wir uns so auf jeden Fall Richtung Ende. Und das ist gar nicht so traurig oder negativ gemeint. IP zum Beispiel nicht mehr relevant. Ich mache keine neuen Freunde mehr, nur noch für Lucky Friends. Und ich werde natürlich automatisch ein paar Meilensteine erreichen, aber davon ist mir eigentlich nichts wichtig. Ich werde 200.000 Stops erreichen, ich werde, was weiß ich, 10.000 Trades erreichen, 20.000 Quests, 300 Millionen IP natürlich, vielleicht auch mehr, 350, 300, 400 Millionen, wer weiß. Also das Pokémon Go technisch. Weiß ich nicht, was wir da 2020 alles machen werden, weil, wie gesagt, wir haben schon so viel gemacht und es bleibt nicht mehr viel offen.
YouTube-technisch, da kann ich euch auch nicht viel sagen. Pokémon Go ist auch am Sinken. Nicht, dass Pokémon Go irgendwie stirbt oder so, es ist immer noch sehr beliebt, aber die Hochzeiten sind auf jeden Fall vorbei und auch da nähern wir uns dem Abschlusskapitel. Nicht, dass wir direkt schon am Ende sind, aber wir nähern uns auf jeden Fall den Abschlusskapiteln. Und Spielzeit hat auch ein Video gemacht und hat er eigentlich genau das gesagt, was ich fühle. Er ist am Zenit angekommen. Das heißt, mehr geht eigentlich nicht. Das ist natürlich schon eine krasse Aussage, aber es ist so. Mehr geht nicht mehr. Es kommen nicht neue Viewer rein. Es kommen nicht neue Leute rein, die ihn noch nicht kennen. Jeder, der Pokémon Go spielt und Deutsch spricht und irgendwie auf YouTube unterwegs ist oder so, der kennt ihn. Er kann sich eigentlich nicht mehr steigern. Was auf der einen Seite natürlich kein Problem ist, denn er ist auch eh schon auf so einem Klassenniveau. Da geht eh nicht mehr viel. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich traurig, weil jetzt geht es halt nur noch bergab. Und das gilt natürlich auch für mich. Also seine Views und dementsprechend auch meine werden immer weniger, bis halt mehr und mehr Leute aufhören und bis es halt irgendwann so ist, dass es halt nicht mehr sich lohnt. Klar, wir sind eh nur Hobby möchte gerne YouTuber und wir machen das nur zum Spaß. Aber auch bei uns erreichen wir irgendwann ein Level, wo wir sagen müssen, yo, wir können nicht mehr so viel Freizeit da reinstecken, jetzt lohnt sich nicht mehr. Und wir müssen oder werden nur noch alle 2 Tage und dann irgendwann alle 3 Tage und dann irgendwann nur noch einmal die Woche ein Video hochladen bezüglich Pokémon Go. Vielleicht YouTube-technisch öffnen sich da neue Türen und ich mache irgendwas anderes. Wer weiß, Anime Channel incoming. Das ist nur so eine Idee, mit der ich schon lange gespielt habe. Aber die Anime-Szene ist hart, also da kann man nicht einfach reinspringen. Zu viel Copyright-Stress und so. Ich habe einen Kollegen, der wurde 84 Mal gestrikt. Gebt euch das. Sein Kanal, er hat seinen Kanal mühevoll aufgebaut. Hatte 20, 24.000, also er war mir auch dicht auf den Fersen. Wir sind immer sehr gute Kumpel gewesen und Mitstreiter, Konkurrenten. Und ja, der wurde zu Tode gestrikt. Kanal verloren, Kanal gelöscht. Für alle, die es nicht wissen, wenn man 3 Strikes kassiert, der Kanal einfach gelöscht. Weg. Hat sich einen neuen Kanal aufgemacht und der ist jetzt wieder bei über 10.000, weil starke Community. Deswegen, man kann nicht einfach so in die Anime-Szene reinspringen. Die ist eiskalt. Würde ich natürlich gerne, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall, ja. YouTube-technisch. Wir müssen schauen. Ich habe jetzt zum Ende des Jahres natürlich viele Glückwünsche bekommen, auch für die 31k, ja, 31k Abo-Special kommen noch, Leute. Tut mir leid. Hat sich ein bisschen gezogen, aber kommt auf jeden Fall noch. Und jetzt auch für das neue Jahr so viele Glückwünsche von euch. Erstmal Glückwünsche zurück. Vielen Dank und ihr seid die Besten. Aber so viele haben halt geschrieben, yo, Hong, 2020, viel Erfolg, mach weiter so. Und ich denke mir halt so, boah. Mit so einem kleinen Lächeln, weil ich weiß, es wird nicht so weitergehen, wie es bisher weitergegangen ist. Weil wir eben schon Richtung Ende gehen, was Pokémon Go anbelangt. Ist halt leider so. Klar, es kommt noch Gen 5, der Rest und dann Gen 6, 7 und 8. Aber, wie Spieletrend gesagt hat, er ist am Zenit angekommen und ab hier geht es nur noch bergab. Es werden halt keine neuen Leute dazukommen, keine neuen Zuschauer, keine neuen Spieler. Es werden nur noch Leute weniger. Deswegen keine Ahnung, was 2020 bringen wird, Leute. Wir verlassen das Schiff auf jeden Fall noch nicht. Wir bleiben, bis das Schiff komplett gesunken ist. Aber nur so schon mal Real Talk mit euch. Ich weiß nicht, was 2020 passieren wird. Wie es weitergehen wird, ist komplett offen. Kleiner Real Talk mit euch. Ich will offen und ehrlich mit euch sein. Wir werden es noch zocken und Spaß haben und hoffentlich auch noch ein paar krasse Highlights haben. Aber an 2019 wird es sicher nicht rankommen. Und ich denke, den meisten ist es auch bewusst, dass Pokémon Go Richtung Ende geht. Und wenn ich sage Richtung Ende geht, heißt nicht, dass das Spiel aufhören wird und keiner mehr das zocken wird, aber wir sind am absteigenden Ast, nennt man das so. Ihr seht es wahrscheinlich auch in den Gruppen und so. Es finden immer weniger Raids statt und dies, das. Interesse wird immer weniger und weniger und immer mehr Leute hören auf und so weiter und so fort. Das ist der Lauf der Dinge. Ich habe natürlich noch ein paar Videoideen und Projekte und mal schauen, was ich davon alles umsetzen werde. Mal schauen, was sich davon alles lohnt, umgesetzt zu werden. Deutschlandtour 2020. Also ich hatte eigentlich natürlich noch vor, nach Österreich zu fahren und Schweiz, aber kann ich nicht mehr versprechen, weiß ich nicht. Ich habe privat ein Projekt am Start, noch nicht, also will ich starten. Eine kleine Geschäftsidee von mir. Irgendwann, wenn ich mal was Handgreifliches habe, erzähle ich euch vielleicht mal mehr davon. Aber das beinhaltet auch Reisen, verschiedene Städte abchecken. Und das kann ich natürlich möglicherweise, falls ich das dann wirklich mache, mit Pokémon Go und dem Channel verbinden und da dann so eine kleine Art Deutschlandtour machen. Im Vergleich zum Video vom letzten Jahr bin ich dieses Mal nicht so optimistisch. Letztes Jahr war noch, ja, schauen wir mal, was so YouTube bringen wird und so. Die Zukunft liegt noch vor uns. Und dieses Jahr muss ich sagen,
bin ich mir unsicher. Könnte das letzte Jahr sein? Pokémon Go technisch, YouTube und dies, das. Ich meine, ich werde wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens YouTube machen. Auch wenn es einfach nur zum Spaß ist. Ich werde wahrscheinlich meine Hochzeit livestreamen und sonst machen. Oder zumindest ein Video dazu machen, Geburt von meinem Kind und dies, das. Aber jetzt Pokémon Go technisch und YouTube technisch. Kann es gut sein, dass dieses Jahr das letzte Jahr sein wird. Aber ich kann euch versprechen, wir hauen auf jeden Fall nochmal ordentlich rein. Private Vorsätze habe ich natürlich auch ein paar, aber jetzt nichts allzu Großes. Auf jeden Fall mehr Wasser trinken. Das ist echt wichtig und ich trinke immer viel zu wenig Wasser. Ich habe mir auch einen Planer organisiert. Grüße gehen raus an meine beste Freundin. Ihr meinte, ich sollte mir auf jeden Fall mal einen besorgen. Nicht, dass ich irgendwie verplant bin oder so, aber ich denke, der kann auf jeden Fall helfen. Und mittlerweile hat sich einfach so viel aufgebaut und aufgestaut an Sachen, die ich immer erledigen muss. Und auch wenn ich eigentlich sehr ordentlich bin, gibt es immer ein paar Sachen, die ich vergesse oder mich nicht mehr daran erinnere, weil es einfach zu viel geworden ist. Ich kann euch jetzt... Geh auf WhatsApp, ich muss 20 Nachrichten beantworten von irgendwelchen Leuten. Also ich hoffe, der hilft mir dieses Jahr auf jeden Fall weiter. Ansonsten, wie gesagt, eine kleine Geschäftsidee. Natürlich ist eine Geschäftsidee am Anfang immer eine verrückte Idee. Und erst wenn irgendwas Handgreifliches da ist, kommt der Support und die Leute sehen, oh ja, das könnte was werden. Aber am Anfang ist es meistens so, dass nur du selber an dich selber glaubst. Und das muss auch so sein. Klar, du musst hinter deiner Idee stehen. Und hoffentlich funktioniert's. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr euch für 2020 vorgenommen habt. Was sind so eure Ziele, entweder privat oder Pokémon Go technisch. Ich verabschiede mich wieder, Leute. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Zumindest dieses Jahr auf jeden Fall noch.